schönes Scheißwetter. Egal. Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Prison Architect. Staffel Nummer 6, soweit ich richtig zählen kann. Und dem wunderschönen größten Kunstwerk von Gefängnis, was wir jemals gebaut haben. Oder so. Vielleicht, ich weiß es nicht. Willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge. Episode 4 dürften wir mittlerweile haben, ausgenommen Episode 0. Und wir haben ja in der letzten Folge das ganze Kunstwerk hier oben quasi in Auftrag gegeben. Das heißt, unseren ersten kleinen Zellentrakt im Bau. Und mein Ziel für diese Episode, um ja mal die Ziele dieser ganzen Sache ständig zu formulieren, sind entweder eins oder das andere. Okay, was ich damit meine ist, entweder ist das Ziel, ersten Insassen in unseren kleinen Knast reinzubekommen und damit schon mal dafür zu sorgen, dass wir ja, eine gewisse Auswahl an Personen hier haben, die uns Geld bringt. Oder Option 2 wäre, dass wir hier unten das hier als Zellentrakt fertig machen und gleichzeitig hier oben die Kantine und Küche in vereinfachter Form, natürlich noch nicht mit so vielen Tischen und noch nicht so viel Küche, schon mal zur Verfügung stellen. Was ja dann dafür sorgen würde, dass wir dann eine entsprechend zufriedenstellende kleine Gruppe hier haben. Das heißt, das wäre eigentlich eine schöne Idee oder beziehungsweise was ich heute am heutigen Tag so erreichen würde wollen. Inwieweit sich das umsetzen lässt, werden wir dann mal sehen. Das kennt ihr ja schon, je nachdem, was sich da so erreichen lässt. Momentan ist unser Personal erstmal hoffnungslos damit überfordert, ständig 800 Kilometer zu laufen. Denn was vielleicht die ein oder anderen von euch, die das Spiel selber nicht kennen oder es auch vorher noch nicht gesehen haben, was sie nicht wissen, ist die Tatsache, dass normalerweise spawnt quasi so eine Mauer, wenn ich jetzt hier sage, bau mal diese Mauer hier vorne. Ja, die grundlegenden Dinge könnte quasi in der Hand dieses Mitarbeiters spawnen und der würde jetzt hier vorne direkt anfangen zu arbeiten. Das Problem ist, das gibt es in unserer jetzigen Version von Prison Architect natürlich nicht mehr, weil wir das ja absichtlich ausgeschaltet haben. Wodurch wir jetzt natürlich für Baustellen unfassbar lange brauchen. Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist ja... Heieiei, also... Hui, das dauert tausende Jahre, ne? Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Und das ist natürlich eine Sache, die ich nicht so ganz bedacht habe, als ich diesen Grant akzeptiert habe. Es ist ein wenig aufwendig, jetzt das Ganze hier zu bauen. Aber ihr seht schon, Strom hat unsere ganze Kunstwerk jetzt hier oben mittlerweile. Auch das Kaltwassersystem ist mittlerweile fast fertig. Das Einzige, was noch fehlt, ist das Gebäude selber, weil hier vorne noch die Fundamente gebaut werden müssen, weil unser Kollege hier unten ständig hinlaufen muss und Aufgabe Baugerüst holen muss. Alles ist so anstrengend. Und unsere Leute laufen hier die ganze Zeit durch die Gegend und wissen nicht, was sie tun sollen und die sind endverwirrt und ach... Ich weiß nicht, ob das so ganz effizient ist. Ich bezweifle es einfach mal so ein bisschen. Das Schöne ist, dieser Zellentrakt hier wird gleich definitiv schon mal fertig werden. Und dazu muss ich natürlich sagen, fertig ist immer ein relatives Wort in diesem Zusammenhang. Muss die große Gefängnistür auch angeliefert werden? Ja, ne? Ach du Scheiße, ey. Selbst Türen müssen angeliefert werden. Oh Mann, das wird großartig. Was ich sagen wollte, es gibt eine signifikante Änderung quasi, was unseren Zellentrakt angeht. Mein Ziel einer perfekten Zelle sieht so aus, wenn ich das mal eben nochmal vorzeigen darf. Natürlich die Wände, die Tür hier vorne hin. Hier kommt das Bett hin, da kommt die Toilette hin, hier kommt eine Heizung hin und da kommt ein Fenster hin. Wir haben Boden drin und wir haben innen drin Keramikfliesen. Die sind sehr, sehr teuer, aber hier kommen Betonplatten hin, hier kommen Keramikfliesen hin. Das ist das Ziel eines perfekten Zellenblocks, natürlich noch mit zwei Lampen drin und so weiter und so fort. Das alles zumindest würde ich ganz gerne so haben. Das wird natürlich jetzt nicht am Anfang erreichbar sein. Was aber am Anfang erreichbar sein wird, ist die Tatsache eines normalen Zellenblocks oder einer normalen Zelle, die ich jetzt mal eben an dieser Stelle, ja, wie soll ich sagen, vorzeigen möchte oder wie sie aussehen könnte. Die vereinfachte Version von dem Ganzen. Die sagt nämlich ganz einfach... wir machen nichts anderes außer ein Klo dahin. Wir machen nichts anderes außer ein Bett dahin. Und wir machen die Lampen rein, wo das Ganze dann sich auf ein recht günstiges Niveau verhalten bleiben sollte. Also das ist zumindest das Ziel, dass das Ganze nicht allzu teuer endet. Oder allzu teuer endet. Eine weitere Sache, die natürlich teuer ist, ist natürlich unser Warmwassersystem, was wir natürlich auch noch einbauen müssen, weil wir haben ja nur 12 Grad draußen. Unser liebstes Personal könnte ja anfangen zu frieren, beziehungsweise unsere liebsten, na ihr wisst schon, unsere allerliebsten Gefangenen könnten anfangen zu frieren. Und ich werde jetzt gleich warten, bis sie das Ganze hier oben fertig gebaut haben und danach quasi mich ein bisschen durchschimmeln durch die Tatsache, indem ich einfach sage, da könnte mal eine Lampe rein, indem ich einfach sage, ich kopiere den ganzen Quatsch, den die jetzt hier gleich gebaut haben, einfach. So, hier oben muss natürlich eine Personaltür hin, weil wir können es uns nicht erlauben, dass irgendein gestresster Gefangener versehentlich unser Warmwassersystem kaputt macht und immer mehr Gefangene deswegen aufregt und stresst.
Zwei Zellen haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal fertig. Und ich werde jetzt mal eben die Chance nutzen, das Ganze hier zu kopieren. Das heißt, für $1000, $2000, $3000, $4000, $5000, $6000, $7000, $8000 und 9000 Euro werden wir jetzt in wenigen Schritten, ich denke mal, wir werden so bei ziemlich exakt 10.000 Euro landen. Leider nicht kombiniert. 3, 1, 3, hoppala, was haben wir denn da jetzt? Was haben wir denn da jetzt ausgegeben? 3, 3, 3, 5, 3, 5, ja gut. 10.000 Euro hat es Grenze gekostet jetzt. Das Ganze wird jetzt natürlich angeliefert. Wie gesagt, unser Personal ist jetzt leider nicht mehr in der Lage, das Ganze aus dem Ärmel zu schlüddeln. Weshalb wir jetzt warten müssen, bis das Ganze hier auch angeliefert worden ist. Genau, alle anfangen zu arbeiten, alle tragen erstmal Betten rein, irgendwann werden die Wände dann gebaut und so weiter und so fort. Also das Ganze wird eine große, große Baustelle. Der Warmwasserboiler ist aber immerhin auch schon mal mittlerweile angekommen, das heißt, ich habe schon mal die Chance, hier zumindest das Ding einzubauen. Das Schöne ist, wir haben ja eh keine Heizung in den Zellen momentan, was Gott sei Dank, ja, wie soll ich sagen, das Schöne hier unnötig macht, das Kunststück da oben von Warmwasserboiler, aber macht ja nichts. Hauptsache erstmal, es entsteht was. Und das Schöne ist, wir können unsere Zellenblock A-Kapazität dann gleich vollkommen erreichen. Das heißt, wir haben definitiv gleich auch die volle Anzahl an Zellen, die wir auch benötigen müssen, um 20.000 Euro Subventionszuschuss zu bekommen. Was dringend nötig ist, wie ihr seht. Wir haben jetzt nur noch 16.000 Euro, wir machen $5 in der Stunde. Das ist nichts. Dafür können wir dieses Teil hier nicht lange wirtschaftlich betreiben. Das heißt, es wird sehr, sehr schön werden hier. Heieiei. Immerhin, jemand hat schon mal eine Gefängnistür gefunden. Das ist doch schon mal schön. Die erste Gefängnistür ohne Wand. Und die zweite Gefängnistür ohne Wand. Yay. Und alles wird angeliefert. Ach, du heilige Scheiße. Was haben wir uns angetan damit? Mann, warum tue ich sowas? Das Schöne ist, unser Kondensator ist sogar jetzt schon fast überfordert. Wir müssen da gleich einen nächsten Kondensator nebenbauen. Heieiei. Schön. Finde ich super. So, wie sieht's aus? Alles entladen. Das Schöne ist ja, wenigstens seit irgendeinem Update arbeitet der LKW-Fahrer auch mal mit und steht nicht nur dumm daneben rum, währenddessen der entladen wird. Ab einsteigen, weiterfahren. Unser, ja, wie soll er, Lieferraum hat natürlich jetzt einen Nachteil. Es kann immer nur ein LKW gleichzeitig entladen werden. Wäre natürlich praktisch gewesen, hätte ich die so lang gemacht, dass die zwei LKWs gehalten hätten. Dann hätte ich ihn aber nicht 12, sondern mindestens 17, wenn nicht sogar 18 bis 20 Meter lang machen müssen. Na gut. Lässt sich wohl nicht vermeiden. Das Schöne ist, es ist jetzt dieses eine Beispiel, was ich gesagt habe, es ist richtig kompliziert. Stellt euch vor, wir hätten jetzt noch Fenster dabei, wir hätten Heizung dabei und wir hätten die Böden mit drin. Dann wäre das Ganze hier ein wenig eskaliert sozusagen. Naja, immerhin, unser kleiner Kollege hier, ja genau, stirbt gerade schon mal. Ich bräuchte dann mal einen neuen Kondensator, meine Damen und Herren. Weil der eine, den wir bisher haben, der hält noch nicht so ganz. Da kommt er gerade angeliefert. Ja, der braucht ja auch ewig. Also das ist jetzt auch so eine Sache. Wir haben ja Ereignisse aktiviert. Wenn ich jetzt daran denke, dass wir da eventuell irgendwann mal dringend irgendwas bauen müssen, weil irgendwie eine große Katastrophe besteht oder entstanden ist und wir müssen da uns jetzt auf die Schnelle irgendwas zurechtschustern, auf die Schnelle ist nicht, ne? Und ihr müsst euch vorstellen, neben diesen normalen Baustellen, die jetzt hier geliefert werden, verstehen noch viel, 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 viel mehr Großbaustellen gleichzeitig. Das heißt, wenn hinter dieser Knast am Laufen ist, wir haben LKWs ohne Ende, die Küchengüter hier liefern, wir haben Putzgüter, Post, alles des alltäglichen Bedarfs wird hier angeliefert. Und schon allein der Gedanke, dass wir hier so einen riesen Stau haben und da oben unsere neuen Insassen angeliefert werden sozusagen, ist ja schon eine Katastrophe. Aber naja. So, 15.000, 20.000 Euro für Subventionsabschluss. Und wenn wir eine Subvention abschließen, muss natürlich direkt die nächste dahinter. Erhöhen Sie Ihre Kapazität auf 50 oder machen wir Sicherheitsstandardzertifikat, Besserung durch Bildung, Personalgesundheit. Sagen Sie, dass keine Ihrer Angestellten erschöpft ist. Zellenblock B klingt für mich jetzt noch nicht so ganz plausibel. Also ich wäre tatsächlich dafür, wenn ich Personalgesundheit als nächstes mal nehme. Bringt mir schon mal ein bisschen Geld ein, bauen Sie einen Personalraum, lassen Sie mindestens 5 Wachen ohne zugeteilte Aufgabe und einen Personalraum bauen, das kriegen wir gerade noch so hin. Ich bin dafür, wir bauen mal eben einen Personalraum hier unten rein, improvisiert. Das heißt, in den Personalraum kommt, was muss denn da rein? Ein Sofa und ein Getränkeautomat. Ja, da kriegen wir gerade noch so hin. Also das beides könnt ihr auch schon mal einbauen. Dann haben wir schon mal den Personalraum und dann muss ich noch 3 Wachen einstellen. Dann sollte das Ganze eigentlich wieder klappen. Wie sieht das ganze Kunstwerk jetzt hier aus? Wir haben den Elektrizität, der hat mich wieder eingeschaltet, aber danach sollte eigentlich alles klappen. Wasser an, jawohl.
Nächste Baustelle fürs Wasser ist klar. Wir müssen leider Gottes irgendwie mal dafür sorgen, dass hier unten alles funktioniert. Davor muss ich allerdings noch ein bisschen was anderes planen. Ich muss nämlich einmal so wissen, wie meine Zellen aussehen. Und wenn ich jetzt weiß, wie meine Zellen aussehen hier, das heißt, ich könnte da eine Wasserleitung hinziehen und da eine Wasserleitung hinziehen. Das sieht aber echt eklig. Nee. Wir bauen hier keine zwei Wasserleitungen nebeneinander. Wobei, tue ich ja gar nicht. Hoppala, mein Fehler. Entschuldigung. Also die Wasserleitung dahin, die hier vorne kannst du wieder abreißen. Die braucht keine Sau. Der Gedanke ist, wir müssen hier drin ein geschlossenes Wassernetz bauen. Das sieht so aus. Zack, zack und zack. Und das muss natürlich da vorne auch hochgehen. Und der Gedanke ist am einfachsten, das Ganze einfach einmal im Kreis laufen zu lassen. Und dann von zwei Seiten zu speisen. Also einmal von der Richtung wird das Wassernetz da reingespeist. Und einmal von der Richtung wird das Wassernetz da reingespeist. Und dann haben wir die wunderschöne Situation, dass wir jetzt hier entsprechend zumindest schon mal Kaltwasser haben. Der nächste Schritt ist dann natürlich dafür zu sorgen, zu überlegen, ob wir jetzt hier oben nicht eventuellerweise den Zellen, diesen wunderschönen Küchen- und Gedönstrakt bauen sollten. Und die Antwort ist ja, ich baue jetzt hier oben alles. Ich baue alles bis zum geht nicht mehr. Feuer frei. Wir sind gleich pleite. Also, es ist schön. Also, was wir hier alles gerade in wenigen Sekunden bauen müssen. Also, Häftlinge heute wird etwas schwierig, aber vielleicht morgen, weil wenn wir morgen zumindest Küche und Kantine umgebaut haben, dann könnte das Ganze ja schon mal passen. Ich bin dafür, dass das Ganze hier immer eben abgerissen wird. Und ich bin auch dafür, dass wir vielleicht hier vorne vorher hätten das hier abreißen müssen. Da wäre ich zumindest sehr viel früher gewesen. Ich hoffe jetzt, das Ganze passt auch so. Ja, genau, ein Wasserrohr habe ich jetzt versehentlich wieder mit abgerissen. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber das macht ja nichts, das wird ja relativ zeitnah jetzt wieder zusammengebastelt. Das heißt, Kaltwasser haben wir jetzt gleich schon mal überall, die Duschen funktionieren, das ist wichtig. Warmwasser fehlt noch, aber wir können uns jetzt gerade eine Schummelei gönnen. Personal, einfach schon mal zwei Köche entfernen. Und mit den zwei Köchen, die wir jetzt eingespart haben, 1, 2, 3 Wachen einstellen. Die drei Wachen nach der Einlieferung nach Personal alle Wachen wieder feuern. Und jetzt einfach mal ein bisschen Geld sparen am Tag. Klingt ein bisschen asozial, ist es auch, geht aber nicht anders. Also wir müssen irgendwie am Personal sparen, damit das ganze System überhaupt funktioniert. Schönerweise haben wir ja jetzt wieder einen Zuschuss frei. Und ich bin eigentlich dafür, dass wir dann quasi so ein bisschen, uns Gedanken drum machen, was wir denn hier noch nehmen könnten. Warten Sie auf Kapital? Nein. Schalten Sie über die Bürokratie? Nein, dauert viel zu lange. Patrouillen frei und 3 Wachen Patrouillen zu. Sicherheitschef ein, 10 Wachen ein. Das klingt in Ordnung. 10.000 Euro Subventionszuschüsse jetzt mal wieder. Und wir müssen jetzt natürlich erst einmal was freischalten. Erst einmal Sicherheit freischalten. Sicherheitschef, schalten Sie Patrouillen frei und dann Wachen einer Patrouille zuweisen. Das könnte ja eventuellerweise noch irgendwie funktionieren und sollte irgendwie noch im Rahmen unserer Möglichkeiten verfügbar sein. Küche und Kantine hier unten verschwinden jetzt mal eben urplötzlich aus dem Nichts quasi oder ins Nichts. Und hier oben wird jetzt gerade dran gebaut, diesen kompletten nächsten Trakt fertig zu bauen. In der Hoffnung, dass man dann jetzt hier relativ fix ein entsprechendes Kunstwerk zur Verfügung stehen hat. Ich warte mal gerade darauf, dass das Ganze jetzt auch fertig wird. Hier vorne fehlt noch ein Stückchen sozusagen, dann könnte der jetzt hier schon mal entstehen. Aber viel fehlt nicht mehr. Also zumindest sollte nicht mehr viel fehlen. Genau, da fehlt noch ein Stückchen. Der Vorteil an der Sache ist jetzt im Grunde genommen, dass wir dann die Möglichkeit haben, hier entsprechend eine große Kantine schon mal direkt richtig zu bauen. Wie gesagt, wir schummeln uns unsere Subventionszuschüsse in erster Linie immer zurecht. Danach kommt alles Weitere. Anders geht's nicht. Tut mir leid. Gut. Nächster Schritt ist hier oben für mich Wand abreißen und dann mal eben hier oben den Zaun hinbauen, damit dieses komische Planungsgedöns weg kann. Und danach müssen wir das Ganze natürlich einfach nur als Kantine oder halt eben nicht Kantine ausweisen. Sieht für mich jetzt so aus, dass wir das Ganze hier zwischen einmal als Kantine ausweisen. Das hier unten wird natürlich als Küche ausgewiesen. Und die Küche bekommt natürlich Personaltüren. Da soll ja keiner einfach so reinlaufen können. Die bekommt 2 Kühlschränke, die bekommt 2 Herde. Dass das Ganze auch mal wieder ein bisschen im günstigen Bereich dauert. Die Spüle kosten nur 20 Euro. Dann bin ich der Meinung, davon können wir ruhig ein paar mehr einbauen. Die sind so schön günstig. Und dann kommt hier natürlich noch so ein bisschen Beleuchtung rein. Der nächste Schritt wäre dann, die Kantine hier oben zu beleuchten. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach mal 2 Tische schon mal fertig. Immer über die Tische kommt die Beleuchtung. Paar Bänke kommen auch noch mal rein. Der Serviertisch kommt da rein. Und natürlich kommt über den Serviertisch auch noch mal Beleuchtung.
Das Ganze dürfte uns jetzt eigentlich nicht allzu viel gekostet haben, das Ganze zu verlagern. Damit wäre nämlich dieser jetzige Zellentrakt, der jetzt hier hinten ist, quasi hinterher hier oben für mit eingeteilt. Das zumindest ist die Idee, die ich dann hinterher habe. Gut, das ganze Ding braucht natürlich Strom und Wasser. Das heißt, ich muss hier oben einmal überlegen, wie ich das Ganze hier miteinander verbinde. Für mich persönlich mache ich jetzt hier einfach mal eine Grenze. Das Ganze hat einen ganz simplen Grund. Ich gehe stark davon aus, dass unser Generator, der hier unten für zuständig ist. Ich weiß nicht, wie viel ich an den noch mit dranhängen muss. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob der eine Generator, den wir jetzt hier haben, für alles hinterher reichen wird. Deswegen recht simpel die Aussage, sagen wir mal, wir warten mal noch ein bisschen mit der genauen Planung unserer Elektrizität. Hier vorne kommt aber auf jeden Fall nochmal so ein Stromkabelverteiler runter und dann dürften wir eigentlich im grünen Bereich sein. In der Hoffnung, dass das dann auch reicht. Und hier vorne muss auch nochmal ein Stromkabel hin. Was aber auch noch fehlt momentan ist natürlich Wasser. Ne? Also wir haben jetzt hier zwei Spülen drin stehen. Die Spülen müssen irgendwie Wasseranschluss bekommen. Darunter reicht normalerweise. Das Schöne ist, wir haben ja auch hier keine zentrale Wasserversorgungsmöglichkeit. Das heißt, ich muss tatsächlich von hier unten hoch und die Spüle erstmal anschließen. Und natürlich muss ich hier vorne auch noch da und dann hier runter, um das Ganze hinterher anzuschließen, mache ich das jetzt erst einmal so. So, es ist mittlerweile wieder Tag. Wir haben 7 Uhr am Tag, am 7 Uhr am Tag, genau, 7 Uhr morgens. Und wir warten noch fleißig darauf, dass das ganze Stückchen hier sich jetzt entwickelt. Eine große Gefängnistür könnte da auch mal rein und da vorne auch ruhig schon, damit wir auch wissen, dass wir das Ganze ausweiten können. Die nächste Idee wäre jetzt aber, die Frage zu stellen, was können wir machen mit dieser Räumlichkeit, die wir jetzt hier oben haben. Das heißt, erst einmal wird jetzt geguckt, wie breit ist das Ganze. Wir haben einen 6er Durchmesser, damit können wir nicht besonders viel anfangen. Aber wir können eventuellerweise sagen, wir können da was Sinnvolles einbauen. Ich hätte ja ganz gerne einen Gemeinschaftsraum drin und noch sowas wie einen Laden. Der Laden hat eine Mindestgröße von 4x4, der Gemeinschaftsraum hat keine Mindestgröße. Der Laden könnte so aussehen, dass ich sage, ich habe da eine Ladenfront. Und dann geht das hier vorne wieder zu, das heißt, das hier wäre jetzt mein Laden. Tür, Ladenfront, das Rest davon sind Wände. Ich kann sagen, ich habe jetzt hier vorne einen Vierertisch. Beziehungsweise ich kann sagen, ich habe da einen Vierertisch und kann jetzt sagen, 1, 2, 3 Ladenregale da drin. Und so könnte man dann diesen Laden sinnvoll nutzen. Hier haben wir jetzt den Gemeinschaftsraum drin. Diesen Gemeinschaftsraum würde ich ehrlich gesagt sogar völlig ohne Wand deklarieren hinterher. Aber ich gucke erstmal. Das Wichtigste im Gemeinschaftsraum hier drin sind in erster Linie mal die Fernseher. Das muss man einfach so sagen. Das Spiel hier hat da sehr viel, oder legt da sehr viel Wert drauf, dass hier auch entsprechend Fernseher zur Verfügung stehen. Weshalb ich jetzt hier einfach mal ein paar Fernseher hinklatsche. Wenn wir die Fernseher zur Verfügung stehen haben, können wir einen Billardtisch hier reinmachen und noch ein paar Telefone, damit Leute hier quasi ja, kommunizieren können mit der außenstehenden Welt. Wir haben hier jetzt also eine Dreierwand, hier jetzt eine Viererwand. Macht nichts. Also Hauptsache, wir haben jetzt hier einen Gemeinschaftsraum, den wir deklarieren können als solchen. Das würde ich dann auch tatsächlich so machen. Gemeinschaftsraum dahin und Laden müssen wir natürlich hinterher erst noch freischalten. Ist aber für mich erstmal schon mal ganz wichtig, dass der überhaupt schon mal da ist. Ja, das ist eigentlich eine sehr praktische Situation. So, eine Tür können wir aber hier schon mal ruhig reinbauen. Das macht eigentlich schon mal gar keinen Unterschied. Wobei hier vorne muss natürlich auch Wand hin, das muss man nicht vergessen. In den Gemeinschaftsraum hier können wir erstmal einen Billardtisch reinstellen, dass die schon mal was zu tun haben. Selbstverständlich Telefonzellen. Selbstverständlich Stühle. Die dienen ja unserem Sinn und Zweck, hier vorne den Fernsehern zuzugucken. Das bedeutet, da kommt eine Lampe hin, da kommt eine Lampe hin, da kommt eine Lampe hin, da kommt eine Lampe hin. Im Laden können wir auch ruhig schon Lampen reinbauen. Ich glaube nicht, dass das allzu tragisch sein wird. Den Tisch können wir aber auch schon reinbauen. Nur das Ladenregal und alles Ähnliche wird noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Aber gut, ich denke mal, für den Fortschritt, den wir jetzt in dieser Folge gemacht haben, ist das eigentlich schon mal alles sehr, sehr im grünen Bereich. Würde ich jetzt mal so behaupten. An dieser Stelle einfach mal so dreist. Lampe ist auch schon drin, ne? Achso, doch, da ist... Hallo, Lampe? So, ist da eine Lampe? Hallo? Ja, da ist eine Lampe. Ne, Lampe in Kantine installieren, irgendwie... Hallo? Na, egal. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle würde ich allerdings sagen, langsam aber sicher, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal in 2 Tagen.